Hallo und willkommen zu Contact with the Beyond, Paratalk. Heute sind wir zu Gast bei Michael Brandl. Michael Brandl sagt, ich kann Geräte bauen, um mit dem Jenseits zu sprechen. Hallo Michael. Hallo, danke, dass du mich eingeladen hast. Es war für mich ein Vergnügen. Michael, Danke. wir haben alle eine Vorgeschichte, wie wir mit der Forschung in dem Paranormalen angefangen haben. Wie bist du dazu gekommen? Ja, in der Familie war meine Oma medial und als kleiner Bub habe ich immer zugeschaut, wie sie Karten gelegt hat und Kaffeesatz gelesen hat bei Bekannten und das fand ich schon mal interessant. Ja. Und ja, so nach dem Lauf der Dinge kam ich dann als in der Teenie-Zeit mit okkulten Themen in Berührung, aber das war so unscheinbar, sage ich mal. Und erst jetzt vor 10 Jahren kam ich dann wieder in Berührung aufgrund einer Ghost Hunter-Serie eines Fernsehsenders. Das sind zwei Amerikaner dann im Dunkeln rumgelaufen, haben Stimmen aufgenommen aus dem Nichts und das war dann wie ein Trigger. Und dann habe ich angefangen, selber Aufnahmen zu tätigen. Und auf welche Art und Weise kann man eigentlich EVP bekommen oder aufnehmen? Oder wie waren deine ersten Erfolge? Haben sie sich mit den Jahren verbessert? Definitiv, ja. Also ich habe angefangen, normale Aufnahmen zu machen mit dem Mikrofon. Das hat nicht funktioniert. Dann gab es ja diesen Friedrich Jürgensen, der dann mit Radiosendern rumexperimentiert. Dann habe ich fremdsprachige Sender aufgenommen, habe ich auch nichts gehört. Und bei der vierten oder fünften Aufnahme war eine ganz leichte Stimme dann zu hören, eine Frauenstimme, die sich später dann kristallisiert sich als Elisabeth, die dann gesagt hat, kannst du mich hören? Und dann war es halt dann um mich geschehen. Ne? Also ich glaube, die erste Aufnahme vergisst man nie, die man Ja, gemacht hat. definitiv, ja. Die gräbt sich in Gedächtnis ein. So war es auch bei mir. Als ich damit angefangen habe, Geräte zu benutzen, die erste Frage war, was ist? Ob das schon seit langem jemand gewesen wäre, der mir zugehört hat. Und ich habe in Gedanken die Frage gestellt und dann die erste Aufnahme, die Antwort war, was ist? Glaubst du, dass es da gefährliche Situationen gibt oder die Durchführung dieser Art von Experimenten, kann das ins Auge gehen? Das kann definitiv ins Auge gehen. Warum? Ja, warum? Ist ja eigentlich, man muss es lernen, was man da tut. Also man kann auch kein Kleinkind ans Auto reinsetzen, den Motor anspringen lassen, ja, dann guck mal, wie du hinkommst. Ne? Also du musst es lernen, definitiv. Ja. Im Jenseits gibt es auch Stimmen, ich rede von Stimmen erstmal, die doch sehr geschickt mit jemand umspringen können und da musst du stabil im Kopf sein, um das zu verstehen. Es gibt aber auch Menschen, die halt dann instabil sind und da kann es ja sehr gefährlich zu psychischen Vorfällen. Also es gibt schon Paradebeispiele, wo Menschen halt dann schon ein bisschen psychisch erkranken an diese ganze Geschichte. Hast du negative Erfahrungen gemacht? Und welche, wenn ja, welche negativen Erfahrungen waren das? Ich hatte, wie gesagt, ich habe ja Erfahrung sammeln dürfen als Geisterjäger, Ghost Hunter wollte ich sagen, als Geisterjäger im Raum Baden-Württemberg. Und ich hatte dann daheim, hatte ich dann einen Spukfall, ein ganz leichter, und habe dann auch dann Innenraum gesagt, ich möchte es nicht, hört auf. Und dann war das zu Ende. Also der eigene Wille, also die eigene Stärke, sage ich mal, tut es begrenzen. Also, ja. Also hast du dir jemanden mit nach Hause gebracht? Das weiß ich nicht. Also die Verstorbenen und die Spirits sind halt um uns herum, die ganzen Realitäten. Also ich kann jetzt auch vorstellen, dass um mich, also dass zwischen unser Gespräch jetzt auch Verstorbene dabei gesellig zuhören. Ja, die uns über die Schulter gucken, ganz eindeutig. Ja. Lass mich mal nachfragen, wie das aus deiner Sicht aus ist mit der instrumentalen Kommunikation und mediale Kommunikation. Sind das zwei verschiedene Welten oder greifen die zusammen?
Geht Ja, das das ist eine es. ohne das andere oder muss das beides zusammenwirken? Es geht auch beides. Also es geht beides. Also die instrumentelle Transkription ist ja mit Gerätschaften, also was man halt baut oder was man halt benutzt an Methoden, Radio etc. pp. Man kann ja alles nachlesen im Internet. Und die mediale Geschichten geht halt mehr übers Mentale. Im Prinzip ist ja eigentlich das Gleiche alles, aber es ist halt die menschliche Begrenzung, sage ich mal, zwischen instrumental und medial. Hast du in deiner Zeit, wo du Untersuchungen gemacht hast, einige Erscheinungen miterlebt, die man nicht mit normalen Erklärungen erklären kann? Ja, genau. Also ich war in zwei Spukhäusern und in dem einen Spukhaus war autonome Stimmen zu hören, auch außerhalb unserer Anwesenheit im Haus. Und dann im gleichen Haus, im anderen Spukhaus waren dann Kinder trampeln über uns gewesen. Da waren wir sehr unerwünscht gewesen, weil als Geisterjäger dringst du ja auch in Locations, also in Orte ein, wo halt, die leben ja auch da, sage ich mal. Also es ist ja nicht, wenn du jetzt stirbst, dass du weg bist oder im Jenseits. Es gibt auch Verstorbene, die leben halt unter uns und die wissen auch gar nicht, dass sie verstorben sind. Die leben einfach ihr Leben weiter. Ne? Und die spüren halt, dass jemand da ist und dann ist man halt unerwünscht. Also das war so meine Erfahrung her. Also an Phänomene oder Materialisationen, was ich so erlebt habe, war halt immer Poltergeräusche, Klopfgeräusche, also die klassischen Seancen, so was man halt so hört und liest in Fachbüchern das habe ich so erlebt. So. Aber jetzt Erscheinungen oder so nur auf Video, aber jetzt nicht vor mir persönlich. Ne. Es war ein ganz interessantes Statement, was du gemacht hast, dass die mit uns leben können. Und ich möchte hier gerne was anfügen. Ich kenne kein Haus, wo Leute leben, wo nicht auch Leute von der anderen Seite mit ihnen leben oder wenigstens vorbeikommen. Das können Genau. Familienmitglieder sein, das können Neugierige sein, aber eins ist ganz sicher, wir sind niemals alleine. Niemals. Also das könnte manchmal sehr peinlich sein. Man sollte schon die Decke immer im Bett über sich lassen und ja, mit den Gedanken, dass man nie alleine ist. Also wenn du das jetzt das Sexuelle ansprichst, jetzt wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Lebenspartner halt ja, eine Liebesnacht miterlebst, sag ich mal, und das stehen die halt nicht außen rum und du halt zuschauen, sondern es ist eigentlich egal, weil in der geistigen Welt sind ganz andere Sichtweisen, sag ich mal. Da ist die menschliche Emotion eigentlich nicht mehr da. Sie ist da, aber anders dann. Ne? Also das sollte man eigentlich wegstecken. Also das ist alles, was man so hört und so. Die ganzen Ängste und das soll eigentlich alles wegdrücken, weil nach dem Körpertod ist die Sichtweise der Verstorbenen ganz anders. Wo wir gerade dieses Thema angeschnitten haben, Erscheinungen und Leben nach dem Tod, was wollen uns die Verstorbenen eigentlich mitteilen? Warum wollen sie mit uns diesen Kontakt haben? Es gibt unterschiedliche Sichtweisen der Verstorbenen. Die einen verfolgen halt ihre Pläne, andere verfolgen halt die Existenz des Menschen. Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Wenn man die Literatur jetzt der Transkognition, die Botschaften sich durchliest, ist immer eigentlich das gleiche Muster. Ihr braucht keine Angst haben nach dem Tod. Also wenn ihr sterbt, geht es weiter. Ne? Also, ob Persönliche ihr. Frage: Hast du Angst zu sterben? Ja. Die Frage ist nur, wie man stirbt. Also, wenn mein Auto verbrennt, kann ich mir vorstellen, kann das nicht gerade sehr angenehm sein. Ich habe ja seit 3 Jahren habe ich eine mediale Ausbildung widerfahren und habe auch die Reinkarnationsgeschichte durchgepaukt, sage ich mal. Und mir wurde auch gesagt, wer ich war vorher und was ich später auch bin. Und sehr interessant, auch mal darüber mal zu diskutieren. Nö, Angst habe ich keine. Auch nicht die Art und Weise, wie du dem Tod begegnen wirst.
Ich habe ja die Ausbildung des Altenpflegers gemacht und ich habe jetzt auch öfters auf Station gearbeitet und habe mit Sterbenden zusammengearbeitet. Also, ich bin nicht gearbeitet, aber ich habe sie begleitet im Sterbeprozess. Und Kübler-Ross sagt ja wahrscheinlich die sieben Sterbeprozesse. Nö. Das ist, wenn man offen im Leben mit dem Thema sich auseinandersetzt, ist ja auch ein Grundthema, nicht im Ganzen. Wenn ich mal sage, ey, es gibt kein Leben nach dem Tod, ich glaube an sowas nicht, du spinnst doch. Das sind die Menschen, die haben einen schwieriger Sterbeprozess, als wie die sagen, hey, es geht doch weiter. Entweder bin ich ein Engel oder bin ein Teufel oder bin irgendwas, was ich halt glaube. Aber es geht weiter. Ich brauche keine Angst haben. Und die sind gleich zack drüben und die, wo halt dann ihr Leben lang das ja, gezweifelt haben, dass es ein Leben am Tod ist, die kämpfen und es ist schwierig, das zu sehen. Gerade als Pflegende, da hat man auch dann das Mühselige, sage ich mal, diese Menschen dann halt dann zum jeweiligen Ende zu begleiten. Geräte, du brauchst Geräte, Genau. dass du mit denen, mit der anderen Seite kommunizieren kannst. Ist das schwierig? Wie macht man das? Und wie sind die Erfolge? Und muss es ein Gerät sein, was physisch da ist, oder kann man einfach Android-Apps benutzen oder iOS-Apps? Was funktioniert besser? Beides funktioniert. Sicht Also, eines Fachmanns. Fachmann. Erstmal muss man mal verifizieren, was man eigentlich da macht, welche Kontaktform man eigentlich auswählt. Ist im Prinzip eigentlich das Gleiche. Von Geist zu Geist sprechen, das ist eigentlich die Transkognition, überhaupt die mediale Arbeit. Das Bewusstsein zum anderen Bewusstsein, Synchronizität schaffen durch Geist zu Geist. Die Gerätschaften sind nur Hilfsmittel, sind Werkzeug wie das Ouija-Board, wie Pendeln, wie Kartenlegen, wie Kaffeesatz lesen, Kristallomantie, Wassermethode, Rauchmethode, egal was du benutzt. Es ist eigentlich immer im Prinzip das Werkzeug. Der Geist, unser hier zum anderen, zu der geistigen Welt, läuft immer hier. Was ich halt baue, sind halt Gerätschaften aus der Tonbandschirmforschung, 60er, 70er Jahre. Das ist die Raudiodiode, die über ein Germanium-Diode halt ein kleines Rauschen erzeugt, mit dem Mikrofon verbunden. Die kannst du anknüpfen an deinem Smartphone oder Diktiergerät. Das habe ich nachgebaut. Und dann habe ich noch ein Und geht Laser. das gut? Das, Ist das ja. besser als mit einem normalen Mikrofon? Es rauscht halt. Die Kommunikation, die technische Kommunikation mit der Geisterwelt geht nicht über das Rauschen. Deswegen sind die besten Ergebnisse eigentlich immer über Radio. Aus was man halt auskennt, aus den 80er, 90er, gerade jetzt Adolf Voormes und Hans-Otto König und Konstantin Rauti, Friedrich Jürgens und wie sie alle hießen. Eigentlich ging es immer übers Radio. Die neue Methode bin ich jetzt so, Eine ich weiß. Grundwelle, die die benutzen, eine Grundwelle, die irgendwelche Töne zur Verfügung stellt, wo die die Bits Schnick, und Bytes irgendwie verändern können. Schnick, Schnack. Das Grundmodell ist eigentlich das Rauschen. Das Rauschen ist universell, das hat schon Tesla gesagt, glaube ich. Da können Sie zugreifen. Also, ich habe ja auch Verbindung geistig mit Friedrich Jürgensen, der Nestor der Tonbandschirmforschung, seit Jahren eigentlich jetzt schon, aber jetzt richtig bewusst jetzt die letzten 3 Jahren. Und er hat gesagt, übers Rauschen, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Dieses Ghost Radio, Franks Radio, Spirit Box ist absolut Horrorfilm für uns Verstorbene, weil wir über diese Technik nicht sprechen können. Da können nur niedrigschwellende Spirits sprechen. Also Verstorbene, die eigentlich gar keinen Bock haben aus Jenseits oder die einfach nur Spuk erzeugen wollen oder Schabernack. Also nicht jetzt so irgendwelche Dämonen und so, was man so aus Hollywood kennt, sondern eher so, das sind so Ghetto-Kids, wenn ich so sagen kann. Also irgendwie, weißt du ja, wie jetzt bei euch diese in So Mexiko, diese den Clans, unteren Nivell. genau. Also die sind jetzt nicht jetzt zu sagen, ey, ich bin jetzt hier nur ganz unten, sondern die haben keinen Bock drauf, auf dieses schöne Welt und so. Und die wollen halt eigenständig Spirits bleiben und die wollen halt die Leute verarschen. Das ist ganz einfach. So Klar. gesagt. Die wollen Und nicht diese, dazu lernen. genau, sie lernen irgendwann dazu, wenn sie merken, ey, wir kommen nicht weiter, es ist immer so, wie es immer es ist. Und es ist unterschiedlich. Es gibt mehrere gute Bücher, wo ich auch empfehlen kann, drüber, über diese niedrig schwingenden Geistern. Aber mit solchen habe ich ja keine mehr zu tun, eigentlich großartig, weil ich ja höher schwingen, sag ich mal, mit höheren schwingenden Geistern zu tun habe.
Was halt bei diesen ganzen Smartphone-Geschichten oder Apps und so ist, das sind halt, manchmal sind es auch Datenbanken dabei, wo halt schon kreierte Wörter dabei sind. Also man muss immer vorsichtig sein. Das Beste, was du machen kannst, wenn du wirklich mit der Geisterwelt sprechen willst oder mit den Geistern der Realität, über Radio, übers leichte Rauschen, da kriegst du wirklich alles rein und da können sie auch drüber kommen. Ich hatte, also als ich angefangen habe, also ich bin ja eigentlich schon 35 Jahre dabei und hatte eigentlich mit Radios und diesen Apps angefangen. Mit Radio hatte ich eigentlich gar keinen Erfolg. Ich hatte mit Apps Erfolge gehabt, die überhaupt keine Wörter beinhalten. Also die waren ein bisschen so aufgebaut mit mehreren Datenbanken wie der EVP-Maker, der das dann verschnipselt hat. Und da hat eine Stimme gesagt, Hörer und Hörerinnen hören 990. So wie eine Anweisung, dass ich dieses Band benutzen sollte. Aber war es Mittelwelle, Ultrakurzwelle, Langwelle? Weiß ich nicht. Das war die Aufnahme, die ich noch heute habe. Und ich versuche hier in Mexiko ein altes Radio zu bekommen, wo ich das mit ausprobieren kann. Aber das war eine deutliche Anweisung, wie ich das Radio benutzen sollte. Also mit den Angaben, was ich einstellen wollte. Und das war jetzt vor ja, mehr als 10 Jahre. Ich habe noch immer diese Aufnahme und immer noch, wenn ich fühle, ich soll das machen. Wie du gesagt hast, wir sind mit der geistigen Welt ja telepathisch verbunden. Also wenn du dich auf eine Person in der geistigen Welt konzentrierst, kannst du die Person erreichen. Im Großen und Ganzen gibt es keine Geheimnisse. Jeder auf der anderen Seite kann dich hören. Die müssen sich nur auf dich konzentrieren. Und so kannst du auch die anderen, die Familienmitglieder erreichen. Aber ich habe das im Grunde genommen so benutzt, dass ich, als ich bemerkt habe, dass ich medial veranlagt bin und sie gehört habe beim Vorbeigehen und auch wenn die mich gerufen haben, habe ich eigentlich die Aufnahmemethode nur benutzt, um Beweise zu sammeln, dass ich richtig gehört habe und nicht Balla-Balla im Kopf bin. Im Grunde genommen, ich glaube, dass das beidseitig so, dass du auch diese Erfahrung gemacht, dass du brauchst Beweise. Beweise für das, was du mental oder telepathisch empfängst. Und das benutze ich im Großen und Ganzen. Also ich weiß, was auf meiner Aufnahme drauf ist, weil ich das schon vorher im Kopf hören kann. Was sehr seltsam ist, diese telepathische Methode mit der anderen Seite scheint ja sehr gut zu klappen. Und die meisten Leute realisieren wirklich nicht, dass wir alle die Möglichkeit haben, telepathisch zu kommunizieren. Was wir tagtäglich im Kopf haben, was wir glauben, das ist unsere geistige Stimme. Viele Male ist es nicht die geistige Stimme. Wir kriegen Antworten von einer anderen Seite. Genau, die Impulse. Das realisieren die Leute nicht. Die meisten Leute sind telepathisch veranlagt. Das realisieren sie nicht. Lass uns doch mal, du möchtest dazu noch heute irgendwas sagen? Ja, dann gibt es ja noch ein Gerät, das ich jetzt gebaut habe. Das war dann dieses Lasergerät, das Sprachmodulationsgerät, das war photonbasiertes Tonkopfgerät, habe ich mal zusammengebaut, Mikrofon, Laserstrecke, Kristall. Endgerät, Empfang. Also, das ist so die Basis, sag ich mal. Und die kamen dann aus der Geistigen Welt. Das waren die ersten Impulse. Bau mal was. Ne? So, es war die eigene Stimme, aber im Nachhinein war es dann schon die geistige Welt. Also, es waren dann Spirits, sag ich mal, die mir reingeflüstert haben mit dir. Mach mal dies, kauf mal dies, bastel mal das zusammen. Ich habe ja nie großartig was zusammengebastelt. Das hat sich gesteigert und heute baue ich eigentlich jetzt Energiegeräte für Ghost Hunting und für die Tonbandstimmenforschung, Transkognitionsforschung. Das sind halt Energiegeräte, die halt, weil ich gemerkt habe, schon als Geisterjäger, man wird müde, wenn man Aufnahmen macht, dann zieht das zieht ja Energie. Die müssen ja irgendwie, die Spirits müssen ja Energie ziehen. Ne? Das hört man auch in den Aufnahmen, weil die Wörter sind dann so kurz oder sind verdreht, Polyglott und verschiedene Sprachen. Wenn man sprachgewandt ist, dann benutzen sie auch dann von Silben aus seinem Wortschatz, sag ich mal. Und das ist dann komplett weg, das Energiegerät.
ist so ein Knaller. Also ich habe jetzt von vielen gehört, von Medien, wo ich es verkauft habe, das ist top. Also ich bin nicht müde, die Stimmen, die Manipulationen sind wunderbar. Ja, das sind so die Gerätschaften, die ich brauche. Machst du die Geräte nur für dich selbst oder verkaufst du die? Ja, ich verkaufe es, nach Anfrage verkaufe ich es. Ja. Ist so etwas teuer heutzutage? Nö, also die Bauteile, nö, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt ein Gerät nach Brasilien geschickt, ein Gerät, nee, zwei Geräte, drei Geräte nach Amerika. Derzeit läuft in Amerika die Rauti-Videode per Livestream, die wird angeboten von der Gruppe Waranormal.com und die sind recht, ja, habe ich .com? Ja, .com, ja genau. Und die sind recht begeistert von dem Gerät, ne? Was hältst du von Steve Huff? Ich nur am Rande. Also irgendwie ist es eine Persönlichkeit, die verschiedene Fragen aufstellt. Aber ich habe, ja, er baut auch Geräte, aber er ist so eher so diese Angel- und Dämonik-Geschichte, so, das ist nicht so mein Ding. Also ich glaube ja nicht an Engel oder an Dämonen. In meiner Erforschung gibt es sowas nicht. Es gibt auch keinen Teufel oder so. Für mich ist alles neutral. Ich bin eher so diese realistische Ebene, also diese nicht Wissenschaft, aber so. Normal, Natur und so, das ist so meine Ebene. Bei Steve Huff, das ist aber, glaube auch diese amerikanische Dogma, so dieses Vortex irgendwie und dann kommen sie rein und dann saugen sie an dir. Das ist aber diese Hollywood-Geschichte und ich krieg's nur am Rande mit, ja. Was glaubst du, wie ist die globale Entwicklung in diesem Bereich total? Wie wird es jetzt in den nächsten 50 Jahren sich entwickeln? Werden wir diesen Traum erreichen, dass wir ein Telefon haben, um mit dem Jenseits zu telefonieren? Oder würde das von der anderen Seite gestoppt werden, weil wir hier irgendwie einen Zyklus, einen Kreislauf unterbrechen, einen Lernkreislauf, wo wir dann sagen, warte mal, warum soll ich denn hier bleiben, wenn das Leben auf der anderen Seite besser ist? Ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert und die hat mich eingeladen, rüberzukommen. Wie siehst du das? Wird da wirklich in der Zukunft irgendetwas sein, wo wir sagen, wir haben guten Kontakt in High Definition oder so etwas, oder wird das immer eine begrenzte Sache für ein paar Leute sein? Ja. Und warum glaubst du das? Ja, glaube nicht. Also wenn man jetzt die Geschichte der Thomann-Stimmenforschung anguckt und überhaupt dann das ganze Konstrukt der Transkommunikation, medial, instrumental, wird es immer eine kleine Nische bleiben, sage ich mal. Auch, man sieht es ja auch im Okkultismus und im Spiritismus, das ist immer so, das sind so Randgebiete, weil es gibt Milliarden von Menschen, die glauben an sowas nicht. Du erreichst sie auch nicht, weil jetzt gerade in diesen Zeiten, wo wir leben, man merkt ja, was los ist hier, global. Und es sind immer, die Menschen spüren das nicht, die sehen das nicht, die riechen das nicht, die hören das nicht. Das ist immer so eine Trennung. Und die geistige Welt hat versucht, Kontakt, gerade in Deutschland war es jetzt in den 60er, 70er, 80er, zu zeigen, gerade jetzt im visuellen und im Audiobereich, dass es die Geisterwelt gibt, aber die Menschen haben das nicht verstanden. Also wir haben schon verstanden, aber irgendwann gab es halt einen Punkt, sage ich mal, wo dann die Wissenschaft oder die Wissenschaftler haben da gesagt, die haben sich auseinandergerieben, unterschiedliche Meinungen und was man heute jetzt bemerkt, sind, dass halt verschiedene Interessensgruppen im Hintergrund sind. Also ob es jetzt politisch ist oder ob es jetzt wissenschaftlich ist und ich glaube kaum, dass das jetzt die nächsten Jahrzehnten, dass da irgendwie Erfolg ist, weil einfach die Unterschiede zu groß sind. Und es sind auch Akteure, gerade in Deutschland dabei, wo sich gegeneinander aufriegeln, sage ich mal, und es gibt keine Zusammenarbeit, weil jeder will ein Stückchen vom Kuchen haben. Jeder will irgendwie angepriesen werden als der Forscher oder der Laieforscher. Und im Prinzip reden sie nicht miteinander, sondern bekämpfen sich. Also das, was ich in den letzten 10 Jahren gemerkt habe, sind kaum Menschen mir freundlich gewesen, eher so, naja, mach mal du dein Ding, aber das, was du machst, ist nicht richtig. Das, was ich mache, ist ganz wie richtig, aber was du machst, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und das war so die Ich Erfahrungswerte. glaube, das ist weltweit so. Das ist Jeder weltweit, denkt, genau. er hat immer recht und Ja. was andere sagen, das stimmt alles nicht. Im Grunde genommen glaube ich, die Wahrheit immer sind Nivelle. Ja. Wir nähern uns an die Wahrheit und da ist keiner, der die komplette Wahrheit kennt. Und auch nicht, wenn er oder sie mediale
Mitteilungen von der anderen Seite bekommt. Das sind immer teilweise Wahrheiten, die auf bestimmten Wellen Anklang finden. Und ja, die volle Wahrheit werden wir wohl irgendwann erreichen, wenn wir selbst einen inneren Nivell erreicht haben, wo wir wirklich sehr, sehr hoch sind. Und da glaube ich, auch dort gibt es globale oder Wahrheiten, die wir in diesem Nivell, wo wir jetzt gerade sind, nie verstehen würden, weil wir das einfach nicht begreifen. Michael, wie siehst du die Zukunft in diesem Bereich aus? Die mediale und Transkommunikation in den nächsten 15 Jahren oder 50 Jahren, lass uns so sagen, in den 50 Jahren, werden die Leute mehr zusammenarbeiten, werden wir Durchbrüche haben oder wird das so weitergehen in ganz kleinen Schritten? In ganz kleinen Schritten würde ich sagen, die Verstorbenen also sagen, diese Fülle von Transkontakten wie in den 80er, 90ern wird es nicht mehr geben, weil der erste Sprung wurde gemacht aus der Geisterwelt, um halt den Menschen zu zeigen, es gibt die Verstorbenen, es gibt diese geistigen Realitäten. Was sie jetzt versuchen ist, dass auch dieses Bewusstsein noch in den Menschen bleibt, weil unsere jetzige Situation politisch, global, was man halt so sieht im Fernsehen und in der Gesellschaft, sage ich mal, jetzt in deiner Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, ist halt, dass die Menschen an die Geisterwelt nicht mehr glauben. Das sind aber auch verschiedene Faktoren zuständig, sage ich mal. Sie wollen halt, dass es im Bewusstsein bleibt. Jetzt abgesehen jetzt vom Sterbeprozess und so weiter. Wichtig ist halt, dass die Verstorbenen vergessen werden. Viele denken halt, wenn jetzt der Vater, die Mutter, die Tochter, der Bruder, der Onkel, die Tante stirbt, sind sie weg. Und das ist ja nicht so. Für viele Verstorbenen ist es sehr schmerzhaft, wenn sie sich mitteilen wollen. Und der Betroffene oder der Ansprechpartner ist registriert es nicht. Und es ist immer ein großes Freudesfest, wenn sie merken, der Mensch wird medial durch Tonbandstimmen, war ja bei mir jetzt genauso. Es ist halt wie, wenn du einen Führerschein lernst, irgendwann kannst du Auto fahren, so ist auch das mit den Tonbandstimmen, das steigert sich irgendwann. Und irgendwann wirst du medial, und dann machst du bup, 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 und dann kommen sie alle, und dann, das ist wie eine Explosion für die, weil die meinen, oh, man kann jetzt reden mit ihm. Ne? Und das ist das, was sie versuchen, weil ich glaube, die Menschen wissen gar nicht, was die geistige Welt ist. Also das, was aus Hollywood oder was die Geisterjäger da so rumquatschen den ganzen Tag, es stimmt nicht. Ich bin immer am Kopfschütteln, wenn ich das lese. Auch jetzt mit dieser ganzen Dämonologie und so. Das ist alles Käse. Also wenn man mal dieses, wenn man, es ist ja auch keine Gabe. Jeder Mensch ist geboren mit diesem, wir sind ja eigentlich Geister im Fleisch, wenn du so siehst. Ne? Wir sind ja auch nicht die Menschen, es gibt ja auch andere Planeten. Manchmal dann bist du diese Wesenheit oder diese Lebensform. Und irgendwann bist du halt Mensch. Und das versuchen sie halt, diese Kommunikation, dass es noch bleibt, dass man aus verschiedenen Sichtweisen halt mit der anderen Realität, mit dem anderen Bewusstsein noch in Kontakt ist. Ne? Uns rennt die Zeit davon. Michael, wie können dich die Leute kontaktieren, wenn sie dich gerne kontaktieren möchten? Über Facebook, YouTube als digitales Medium. Und bei Telegram bin ich jetzt auch und es kommt noch andere Plattformen dazu und irgendwann, ja, man findet mich. Also, die können dich unter deinem normalen Namen erreichen oder auch Genau. unter welchem Namen noch? Übernamen? Also über digitales Medium. Digitalen Medium, Ja, Website ist noch nicht, Facebook, genau. YouTube Die und ganzen Telegram sozialen bekomme ich mit. Plattformen, da fliege ich Da rum. bist du, da fliegst du rum. Da fliege ich rum, ja. Michael, vielen Dank für deinen Tempo, für dein Gerne. Tempo. Das war verrückt. Vielen Dank für die Zeit mit dir. Es war wie immer sehr interessant. Ich hoffe, wir haben noch in der Zukunft ein Live zusammen, wo wir die Fragen von den Leuten im Live beantworten können. Ja. Aber für jetzt erstmal vielen Dank. Tschüss. Gerne. Tschüss.